Seid ihr ready? Seid ihr ready für Fears to Fathom? Ich bin gespannt, wie der zweite Teil ist. Mal gucken. Geht 40 Minuten. Und ja, ich weiß nicht. Anscheinend sind das wahre Begebenheiten. Ich bin... Huch, ist das Spiel stehen geblieben? Ah, es geht, okay. Fears to Fathom. Episode 2. 16. Juni. Das ist mir passiert, als ich 19 war. Liebige Taste drücken. Tue ich? Okay. Aber vielleicht hilft es, sie zu teilen, auch wenn nur ein wenig. Was zu teilen? Die Geschichte? Ich bin einer dieser Typen, die Game Conventions liebt. Manchmal traf ich sogar ein paar meiner Online-Freunde. Meine Eltern waren nicht sonderlich begeistert von der Idee, dass ich auf einer Autobahn fahre. Nun war der Tag gekommen, um nach Hause zu fahren. Als ich losgefahren bin, merkte ich jedoch, dass der Verkehr schrecklich war. Huch! Oh, wir können fahren! Och, nö! Die Frage ist, kann ich einen Unfall bauen? Sollen wir das mal ausprobieren? Warte, was? Ich kann einfach aussteigen? Wieso sollten wir aussteigen? Oh, ich habe eine SMS. Escape. Beim Fahren lesen ist nicht gut. Kann ich anhalten? Okay. Oh, die Musik ist echt laut. Laut, was meinst? Stecken geblieben im größten Stau des ganzen Landes? Mies. Hier ist es auch nicht so gut. Ich glaube, es sind die Leute von der Convention. Es reicht, ich nehme eine andere Strecke. Du musst tun, was du tun musst. Du hast angerufen? Ja, ich glaube, ich gehe zu dieser Convention. Darf ich dein Auto für 5 Tage ausborgen, bitte? Mit wem? Aiden. Dieser Internetfreund? Er ist ein netter Typ. Nein! Du wirst nicht 10 Stunden alleine fahren. Gut, ich habe mich schon entschieden. Ich werde dich fahren. Wieso verstehst du nichts? Lass uns reden, wenn ich nach Hause komme. Fahr vorsichtig. Vergiss nicht, mich anzurufen. Alles klar, Papa. Dann haben wir anscheinend den Kontakt geschickt. Noch etwas? Ich fahre jetzt. Fahr vorsichtig. Also wir fahren schon vorsichtig, aber wir sind schon gegen ein paar Sachen gefahren. Aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. Können wir Unfälle bauen? Da waren ja Autos auf der Straße. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun müssen. Oh, ein bisschen schnell. Okay, ist doch alles ganz gechillt hier. Fahr ein bisschen Auto. Dad, ich kann gerade nicht. Ich fahre Auto. Wo bist du? Noch etwa 6 Stunden von der Stadt entfernt. Ich stecke im Stau. Sie lügt. Ich stecke gar nicht im Stau. Haben wir uns verfahren vielleicht? Lügt sie ihn an, weil... Was ist los? Was ist das für ein Geräusch? Habe ich kein... Oh, nein! Muss ich tanken? Hier, das ist unlucky. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Dad! Okay, Moment. Wir fahren hier kurz um die Kurve. Der spammt uns einfach voll. Ich habe dir gesagt, dass du diesen Flug nehmen sollst. Holly, es wird spät, wenn du zurück bist. Hoffentlich geht es dir gut. Alles gut, Papa. Alles super. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich bin. Aber es... Oh, hier. Perfekt. Wie parke ich? Ah! Entschuldigung! Okay, gerade. Okay. Kriegen wir es hin? So, okay. Ah! Och, das ist nur ein Mensch. Entschuldigung, ich erschrecke mich, wenn ich Menschen sehe.
Der tut mir nichts, oder? Mom. Holly. Mama. Entschuldigung. Kann ich auch mit ihm reden? Anscheinend nicht. Der ist lieb, der tut uns nichts. Der tut nichts. Ha! Können die Menschen mal aufhören, mich zu erschrecken? Okay, ich glaube, wir müssen erstmal tanken gehen. Kann das sein? Leute, ich stecke fest. Ich komme nicht weg. Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehangen. Maria hat das Spiel kaputt gemacht. Oh, da war jemand, da war jemand. Habt ihr das gesehen? Leute, habt ihr es gesehen? Da stand ein Mann, ich schwör's euch, ich hab's gesehen. Hallo? Hä? Oh, das ist gruselig. Wo ist der hin? Okay, vielleicht habe ich mir das eingebildet. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, den Mann nochmal anzusprechen, ehrlich gesagt. Huch! Mom schreibt uns. Holly, ja. Hallo? Huch! Oh, Entschuldigung. Ich möchte nicht, dass ich ihn mit Sachen bewerfe. Was, wenn ich weitermache? Es wird Konsequenzen geben. A few moments later. Okay. Wir möchten gerne zu der Brücke fahren. Ganz alleine. Zur Brücke. Ja, wieso? Sollen wir ihm das sagen oder nicht? Ich glaube, wir können ihm vertrauen. Ich glaube nicht, dass er irgendwas Böses will. Ich glaube, der könnte uns eher retten, wenn er weiß, wo wir sind, oder? Welche Brücke? Ja, komm, wir fragen mal. Okay, nicht viele Leute fahren da anscheinend zu dieser Zeit in diesem Jahr hin. Norwood Valley Road. Okay. Ich soll auf mich aufpassen. Thank you. You got it? What do you mean? Warum sollen wir auf uns aufpassen? Okay, anscheinend sind hier viele Leute verschwunden. Und Leute, die sie gesucht haben, sind auch niemals wieder zurückgekehrt. Was zur Hölle? Well, thanks for gas. Can I use the toilet? Wollen wir zur Toilette gehen? Ich weiß nicht, ob ich zur Toilette möchte, ehrlich gesagt. Und noch eine Sache. Wenn du eine Frau siehst... Oh mein Gott, wenn du eine Frau siehst, die mitfahren möchte, halte nicht an. Was? Warum denn nicht? Okay, wir sollen einfach weiterfahren, wenn wir eine Frau sehen. Okay, wieso? Wer ist sie? Manche Leute sagen, dass sie in einem Autounfall gestorben sind. Ist, Entschuldigung. Und manche sagen, dass sie dort ermordet wurde. Okay, wir dürfen sie nicht... reinlassen. Leute, wollen wir sie reinlassen? Okay, danke schön. Sehr nett von Ihnen. Tut mir leid, dass ich sie überworfen habe mit den ganzen Sachen. Sie scheinen ein sehr netter Mann zu sein. Machen Sie weiter. Spielen Sie weiter solitär.
Lass sie rein, lass sie rein. Ich glaube, wir müssen das Spiel öfter spielen. Mom schreibt uns wieder. Ich weiß nicht, ob du... Ich habe was gehört. Alles gut. Ich weiß nicht, ob du irgendeinen Shop um diese Uhrzeit finden wirst. Achso, für Hundefutter. Wir sollen ja Hundefutter kaufen. Alles klar, dann holen wir Hundefutter. Ist hier Hundefutter? Gibt es Hundefutter bei der Tankstelle? Ich glaube nicht. Oder? Geht auch Cornflakes? Oh, was für ein Zufall. Hallo? Ich will das kaufen. Okay, bezahlen. Jetzt haben wir Hundefutter gekauft. Huch, nein. Geh wieder rein. Perfekt. Fahren wir los. Okay, ich hoffe, es ist okay, dass wir das gemacht haben. Okay, und jetzt fahren wir vorsichtig auf die Straße zurück. Und wenn da eine Frau ist... Warte, haben wir jetzt getankt? Moment mal. Moment. Ich glaube, ich habe was vergessen. Einen Moment, wir müssen zurückfahren. Oh, ist das nervig. So mache ich das auch immer. Ich habe vergessen zu tanken. Genau, wenn da eine Frau ist, dann lassen wir sie nicht rein. Oder doch? Mal gucken. Oh, ist das nervig. Muss ich denn rückwärts fahren? Warte, kann ich nicht einfach drehen? Boah, ist das Auto lahm. Oh, ist das lahm. Komm schon. Wir sind fast da. Du schaffst das Auto. Komm schon. Oh. I wasn't the best at driving. Nein, unser Benzin. Oh, es ist anstrengend hier. Okay. Warte, war die Tankstelle nicht hier gleich um die Ecke? Boah, sind wir langsam. Oh, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir sind gleich da. Leute, wir kriegen das hin. Gleich sind wir... Oh, es ist langsam. Wir haben doch Cola getrunken. Zählt das nicht auch irgendwie fürs Auto? Das war super. Okay. Wir haben ja schon bezahlt dafür, ne? Das heißt, wir müssen es nicht nochmal machen, oder? Okay. Ja, wir stehen jetzt wieder falsch rum. Ich hoffe, das ist kein Problem. Alles klar, okay. Was müssen wir tun? So. Alles klar. Wir haben getankt. Auf geht's. Ah, da war ein Auto. So knapp. Okay. Wir kriegen das hin. Okay. Tut mir leid. Oh. Okay, alles gut. Alles gut. Die Lichter flackern. Ist okay. Völlig normal. Da ist ein Auto vor uns. Oh, das Licht ist ausgegangen. Das ist nicht gut. Oh. Okay, ganz ruhig. Wir sehen nichts mehr. Das ist nicht gut. Ich sehe nichts. Ich kann nur noch... Oh,
ist hier die Straße überhaupt noch? Ich glaube, ich bin noch auf der... Oh. Okay, das Licht funktioniert wieder. Oh nein, nein! Ah, wir können hier nicht lang. Müssen wir jetzt aussteigen? Och, nö. Wir haben keinen Unfall gemacht, alles gut. Wir können hier nicht lang. Ich muss aussteigen, ne? Wehe, irgendwer steht hier jetzt und erschreckt mich. Wehe, das hat doch jemand extra gemacht. Seht euch das an. Was zur Hölle, als ob... Als ob ein Baum so umfällt. Das, ich hab Angst. Der Baum bewegt sich von alleine. Nein, nicht zurück. Nein! Nein. Okay. Okay, so. Okay. Ich wette, die Frau sitzt schon in meinem Auto. Die Frau ist doch schon dort, oder? Oh, ich hab Angst. Mein Auto geht nicht. Was? Nee, halt, zurück. Kann ich irgendwas aus dem Kofferraum? Oh, Moment. Ich glaube, da hilft mir auch nichts mehr. Oh, ich habe Angst. Ich hasse dieses Spiel. I don't mean to make this sound like a... Okay, ja. Ja, natürlich ist es wie ein Klischee-Horrorfilm oder Horror-Story. For my life, I was told not to take rides from strangers. Ja. Och, jetzt müssen wir auch noch per Anhalter fahren. Okay, dann warten wir mal, bis ein Auto kommt, hm? Uhr. Auto? Auto? Auto! 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 Bitte nehmen Sie mich doch mit! Ja gut, aber ich denke mal, die Person weiß auch, dass man hier niemanden mitnehmen darf. Deswegen, ich glaube nicht, dass uns irgendwer mitnehmen wird. Unlucky. 10.43 Uhr. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Hallo? Hilfe! Bitte nehmen Sie mich mit! Bitte, bitte, bitte! Bitte! Ja! Er bleibt stehen! Das ist aber ein rotes Licht. Ich traue dem nicht so ganz. Oh, ich traue dem nicht! Ich traue dem nicht! Hallo? Hallo? Darf ich mitfahren? Ah, ist das der Typ aus der Tankstelle? Huch. Ja, es ist der Typ. Hi. Danke, dass Sie angehalten haben. Ich hätte niemals gedacht, dass jemand für mich hier anhält. Deswegen... Wir bedanken uns mal bei ihm. What are you trying to do out here? Ich glaube, mein Auto ist kaputt. Ich kann nach keiner Hilfe rufen. Warum sage ich ihm das? Wieso sage ich ihm, hallo, ich bin hier alleine, mein Handy funktioniert nicht? Als ob ich ihm das sage. Denken Sie, dass Sie mich mitnehmen könnten? Hm.
Just the nearest stop where I can call for help. Er sagt, wir dürfen einsteigen. Thank you so much. Could you wait till I get my stuff? Okay, wir sollen uns beeilen. Bitte fahren Sie nicht weg. Wieso hilft er uns nicht? Okay, Hundefutter. Kann ich mehr? Oh! Okay. Könnt ihr mir ruhig helfen? Ich beeile mich. Okay. Niemand verfolgt uns. Alles ist okay. Alles ist super. Wehe, der fährt gleich los. Mit meinen Sachen. Haben wir noch was? Ich glaube, wir hatten noch ein Skateboard oder so. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen, aber... Mütze. Okay. Tschüss, Auto. Okay. Wir müssen uns beeilen. I'm done. Can you help me? Oh, toll. Ich hätte ihn fragen können, ob er mir hilft. Okay. Ich vertraue ihm noch nicht, aber wir haben keine andere Wahl, deswegen mal gucken, ne? Wollen wir ihm vielleicht einen Namen geben? Wie sieht er aus? Er sieht aus wie ein... Ich weiß nicht. Was für einen Namen wollt ihr ihm geben? Wenigstens muss ich jetzt nicht mehr fahren. Und wer hält an, wenn er eine Frau sieht? Okay, so you won't tell me who you are and where you're going. Ich würde es lieber nicht sagen, wenn das okay ist. Ich lebe in der Nähe oder ich war auf dem Nachhauseweg. Ach, scheiß drauf. Wir sagen einfach, wir sind nach Hause gefahren. Norbert. Okay, er heißt Norbert. Und dann ist unser Auto kaputt gegangen. Jason. What? Nein, er hat schon einen Namen. Nein, du heißt Norbert. My name is Jason. Mein zweiter Name ist Norbert. Okay. I'm Holly. It's nice to meet you, Jason. Okay, wir sagen, wir sind Holly. Wir sind nett. Okay, noch ist alles okay. Also. You are really lucky. I had to be on the side of the town tonight. I must say you are one brave young woman. Leute, können wir ihm vertrauen? How's that? What is that supposed to mean? You got any clue what happened to your car back there? Hat er etwa mein Auto manipuliert? Are you sure? It's my dad's. It's pretty old. Ich habe Angst vor ihm. Ich will aussteigen. So what do you think about what he told you back at the gas station? Ah, ich habe nicht zugehört. He really creeped me out. He's funny. Ich würde sagen, he creeped me out. Ich denke schon, dass er nicht gelogen hat. Interesting. Okay, der erzählt das anscheinend jeder Person, die hier entlang reist. Okay, wir können mit ihm reden, wenn wir wollen. Ist es wahr? What? The monster? I've never seen the monster for myself, but there are some things. Okay, er hat kein Monster gesehen, aber es sind anscheinend trotzdem irgendwelche Sachen hier draußen. And I'm afraid your car breaking down could have been one of them. Okay, er hatte anscheinend Angst vor uns. Aber hat uns trotzdem vertraut. Hey, listen, I don't want to sound like the tomorrow, but just remember this. You don't bother them and you don't be bothered. You know, I'm sorry for being a jerk to you before. I'm not the best with people. Ist okay. Ich fange an, dich zu mögen.
Sei einfach nur nett zu mir, okay? Bin ich auch nett zu dir. Norbert. 12:08 Uhr. Nach ein bisschen Smalltalk. You dropped me by a motel. Okay, auch wir müssen jetzt zu einem Motel gehen. Apparently they offered roadside assistance. Besides, I thought I could use a little rest. Ich würde ja nicht schlafen. Be careful. There are all kinds of people out there, he said. Leute, ich glaube nicht, dass wir ihn nochmal sehen. Ich glaube, der war nett. Der hat uns einfach dahin gebracht und uns gewarnt. Guck, er fährt jetzt weg. Wo sind meine Sachen? Wo sind meine... Hey! Meine Sachen! Jetzt habe ich gar nichts mehr. Der hat einfach meine Sachen mitgenommen. Ah, nee, alles gut, die sind hier. Alles super. Okay. Der sieht aber auch gruselig aus, ne? Ist hier sonst noch irgendwas Gruseliges? Okay, ich glaube, wir können reingehen. Hallo? Ja, der ist schon ziemlich creepy, das stimmt. Hallo? Oh, yes, wir brauchen einen Room. Wie viel kostet ein Raum? Oder, ja, wir werden hier nur für ein paar Stunden bleiben. 40? Huh. Hey, Cash? Okay. Room number 9, right over there. Okay, also 9 ist unsere Zahl. Talk about the car. Boah, was? 90? Tommy will take care of it next thing in the morning. Okay, bezahlen wir auch. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir dabei haben, aber anscheinend, okay. Oh nein, one last thing. Was will er uns sagen? Try not to wake the other guests. They might not take very nicely to it. Okay. Hatte nicht vor, die Gäste zu wecken, aber danke schön. Madel, ich hab mit meinem Ford Ranger so weit mitgenommen und du hast meinem Bro einfach die Prügel nausgeworfen. Und jetzt bekomme ich nicht mal irgendein Dankeschön? Madel, auf Ei. Doch, ich bin dir sehr dankbar, Norbert. Dankeschön, dass du mich gebracht hast. Und danke für die Donation. Okay. Wir gehen zu Raum Nummer 9. Was ist mit den Sachen? Lassen wir die einfach hier? Wir gehen mal kurz rüber. Huch, Mom ruft an. Quatsch, sie schreibt. Dad auch. Wir können ihm anscheinend nicht schreiben. Unsere Nachrichten sind nicht angekommen. Wir haben ihm gesagt, dass wir halt die Nacht im Hotel verbringen. Das hat er jetzt nicht gelesen. Ist nicht gut. Wir haben ihr geschrieben, dass es anscheinend, ja, Hundefutter gab bei der Gasstation und dass sie mir das Geld nicht geben muss. Und sie schreibt uns mal, wir können nicht antworten. Okay, hier ist 11. 10. 9. Ich vertraue dem Ganzen noch nicht so, aber okay. Das ist unsere Wohnung. Okay. Unser Raum. Und es riecht nach altem Haus. Huch. Wir können anscheinend rausgucken. Können wir das aufmachen? Nein. Oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Können wir uns hier verstecken? Warum hast du mich in meiner eigenen Tanke mit Dingen abgeworfen? Ach, der Tankstellentyp hieß Hans. Gut zu wissen. Danke für die Donation. Es tut mir leid. Ich hab das nicht böse gemeint. Danke. Da ist ein Mann in meinem Badezimmer. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Entschuldigung.
Holy. Nein, nee, ich habe keinen guten Namen. Da ist ein Mann in der Nein. Wieso kann ich ihm denn nicht sagen, dass da ein Mann in meinem Zimmer ist? Was soll ich denn jetzt tun? Oh, da habe ich mich erschrocken. Mein Gott, ist doch nicht so schlimm. Ja doch, ich habe mich erschrocken. Da sterbe ich jetzt nicht, wenn ich da wieder reingehe? Ich würde da ja nicht schlafen. Ja, ich auch nicht. Aber der hat mich ja nicht angegriffen. Oh. What are you doing here? Das ist mein Zimmer. You scared the crap out of me. I should be asking you. Er lacht mich aus. Who are you? Ich bin Tommy. Ah, der Room Service. Boah, was machst du auf meiner Toilette? What are you doing in here? You know, cleaning stuff. A guy at the front desk gave me this room. Hehehe. Der hat ja einen lustigen Humor, der Tommy. I'm going to have to ask you to step outside while I make the room. Okay. Oh, ich mich erschrocken. Dann holen wir mal unsere Sachen. Meint ihr, er wird Kameras installieren? Du bist so gruselig, Tommy. Okay, Tommy, könntest du... Oh! Ich bin übrigens auch für diverse Liebesdienste zuständig. Alles all inklusive. Nee, Tommy. So, zack. Tommy ist gruselig, by the way. Nur so, damit sie das wissen. Okay. Was ist das? Der sieht so gruselig aus. Sein Kopf dreht sich. Okay, er hat mit Joey gesprochen. Über meine Situation. Okay, but don't you worry, it's safe here. Er holt anscheinend jetzt unser Auto. Er sagt, hier ist es sicher. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Und das Telefon funktioniert natürlich auch nicht. Wenn wir etwas brauchen, dann sollen wir zu dem Typen gehen. Ja, sie haben versucht, es zu fixen, aber... Ja, gute Nacht, Tommy. Schlaf gut. Danke, dass du dich um meinen... Tommy, du schubst mich gerade nach draußen. Tommy? Tommy! Tommy! Okay. Tschüss, Tommy. Ein bisschen aggressiv, der Typ, aber ist okay. Können wir abschließen? Wir können nicht abschließen. Okay. Ich würde gerne die Sachen irgendwie anders hier so hinpacken. Oder vielleicht hier so. Na... Steh auf. Kann er mich hören? Ich glaube, der kommt nicht rein. Ich glaube, ich kann rausgehen. Angst. Was soll ich tun? Okay, wir brauchen Kaffee, Leute. Wir brauchen Kaffee. Wir müssen noch mal rausgehen.
Okay, wir holen uns Kaffee. Ist Joey noch da? Joey, ich fühle mich wohl bei dir. Kann ich bitte bei dir bleiben? Okay, er will nicht reden. Warum denn nicht? Ach, Joey. Kann man hier Kaffee kaufen? Wo kauft man sich den Kaffee? Nachos. Oh, ich möchte gerne welche. Onion Rings, Cola Drink, Energy, Chocolate Cake, Chocolate, wie viele Sachen. Gab es hier Kaffee? Warte mal. Muss ich das vielleicht woanders kaufen? Bin so schön schnell, dank der Cola. Ach, hier. Ich höre Sachen aus der Kann ich da irgendwie reingucken? Ich habe das Gefühl, das ist der Mann, der uns beobachtet hat. Warum sollen wir hier Kaffee holen? Oh, ich will nicht. Bitte tu uns nichts, bitte tu uns nichts. Espresso. Bitte tu uns nichts. Huch. Okay. Ho, was? 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 Ah! Wie, was ist mit der Steuerung passiert? Links ist rechts. Geradeaus ist rückwärts. Oh. Ich schaffe das. Der hat doch was in unser Kaffee gemixt. Ich will nach Hause, ich will nach Hause. Okay, ich schaffe das mit der Steuerung. Ich schaffe das. Ins Bett? Ja. Was zur Hölle war das? Jemand in unserem Schrank. Was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt? Gehen wir zum... Didn't feel safe going out with Rick verarschen! Das Bett? Ich gehe doch nicht wieder schlafen. Oh mein Gott, ich wollte doch nicht wieder schlafen gehen. Oh Gott. Oh Gott, ist das gruselig. Was tue ich jetzt? Zünde den Schrank an. Kann ich unter das Bett? Ja, wenn ich zum Schrank gehe, werde ich... Es hat an der Tür geklopft. Oder? Oh Gott, 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 oh Gott. Okay, Joey ist an der Tür und jemand ist im Schrank. Wem vertrauen wir? Ich glaube, wir können Joey vertrauen. Ich glaube, wir gehen zu Joey. Bitte nicht sterben, bitte nicht. Who is it? Open the door, do nothing. Open the door, scheiß drauf. Joey, da ist ein Mann in meinem Schrank. Ich hab doch niemanden geweckt. Ich mach doch nichts. Ich hab keine Geräusche gemacht. Just keep it down. Bitte bleib bei mir. Bitte, da ist ein Mann in meinem Schrank. Wir erzählen das mit der Kaffeemaschine.
Are you messing with me? Na, was? We don't have... Wir haben keine Kaffeemaschine, was? Da hinten, die ist da hinten. Okay, okay, hier. Ich hab genug. Ich dachte, wir haben endlich mal einen normalen Gast. But I guess I'm the crazy one here. Follow me. I hate my job. Joey, komm mit. Da ist immer noch ein Mann in meinem Schrank. Hä? Da ist echt keine Kaffeemaschine mehr. Hä? Hat der Mann im Schrank eine Fake-Kaffeemaschine aufgebaut? Ich schwör's dir, die war hier. Ich bin nicht verrückt. Go back to the room. Ich möchte nicht zurückgehen. Ich schwör's, die war hier. I said go back now. Bitte nicht. Joey, bitte lass mich nicht zurückgehen. Did you not hear me? I said go back to the room and don't get out. Check the table by the TV. Was ist da? Okay, wir sind zum... Oh, ich gehe garantiert nicht zurück. Ich muss aber. Oh, Joey. Ich werde sowas von sterben. Ah, der Mann ist immer noch im Schrank, oder? Der Mann ist immer noch im Schrank. Er hat gesagt, check den Tisch. Was ist da? Oh! Habe ich jetzt Pillen genommen? Wir brauchen Wasser. Wir werden da garantiert nicht lang gehen. Wir haben uns das nicht eingebildet. Leute, wenn wir jetzt da hingehen, werden wir bestimmt einen Jumpscare kriegen. Die Schranktür ist offen. Der Mann ist nicht mehr im Schrank. Wo ist der Mann hin? Er ist doch im Badezimmer. Der Mann ist jetzt im Badezimmer. Ich glaube, wir gehen jetzt in den Schrank, oder? Sollen wir in den Schrank gehen oder sollen wir ins Badezimmer gehen? Vielleicht verarschen sie uns auch. Vielleicht ist er noch im Schrank und die Tür ist offen, damit wir denken, er ist nicht mehr im Schrank, damit wir in den Schrank gehen. Klau sein Auto. Wasser war doch neben dem Getränkeautomaten. Das wäre die schlaue Idee. Dürfen wir raus? Sollen wir das mal versuchen, damit wir gar nicht dahin müssen? Wir tricksen das Spiel aus. Ihr seid schlau. Ob das funktioniert, ist die Frage. Cola Drink, Energy, Chocolate, Chocolate, Orange Drink, Cola. Nee, ich glaube, hier ist kein Exit. Oh Gott. Joey. Joey ist immer noch da hinten, oder? Ist Joey jetzt ganz weg? Nee, wir können hier kein Wasser holen. Wir müssen zum Badezimmer. Das machen die doch extra. Der wird uns jetzt so erschrecken. Das ist doch ein Jumpscare. Das ist sowas von... Okay, okay. Wir mussten gar nicht zum Badezimmer. Ich will in den Schrank. Gesehen? Irgendwer hat draußen ein Foto gemacht. Irgendwer hat draußen ein Foto gemacht. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand.
Alter, was sollen wir tun? Sollen wir zum Badezimmer oder ist er vielleicht lieb? Vielleicht denken sie, dass wir denken, dass er böse ist und er ist gar nicht böse. Aber vielleicht ist auch im Badezimmer jemand. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh, ist das unangenehm. Hello? Leute, entscheidet. Tür oder Badezimmer? Schreibt es in den Chat, die Mehrheit gewinnt. Hello? Tür oder Badezimmer? Badezimmer, Badezimmer. Seid euch sicher. Bad, Hello? Tür, Bad. Okay, die meisten schreiben Badezimmer. Okay, wir gehen ins Badezimmer. Es wird nicht gut ausgehen. Es wird sowas von nicht gut ausgehen. Hello? Bitte nicht sterben. Ach. Und jetzt? Und jetzt? Ich kann nichts machen. Hello? Ich glaube, ich muss die Tür öffnen. Ich muss die Tür öffnen. Hello? Wer steht denn stundenlang vor der Tür und sagt nur Hello? Hello. Who is it? Wer ist da? Please open the door. I need help. What do you want? Open the door. Wir fragen, was er will. I need your help, please. Please open the door. Wir werden nicht die Tür öffnen. Wir können jetzt öffnen oder nichts tun. Ich glaube... Ich denke, wenn wir öffnen, sterben wir. Wenn wir nichts tun, weiß ich nicht, was wir tun sollen. Dann müssen wir wahrscheinlich in den Schrank gehen und uns verstecken. Ich weiß es nicht. Hallo, Christine. Nichts tun. Okay, wir machen nichts. Er braucht Hilfe. Ja, aber ich glaube... Er hätte uns sagen können, womit er Hilfe braucht. Wenn er einfach sagt, er braucht Hilfe... Womit denn? Aufmachen, mach auf, aus, aufmachen, nichts tun, nehmen, mach nichts. Okay, wir machen nichts. Ich weiß, du bist da drinne. Bitte verschwinde. I just need to talk to you. I swear I'm not a cop. Please go away or I'm going to call the cops. Okay, Also okay, wir haben vorhin gesehen, dass jemand in unserer Wohnung ist, beziehungsweise in unserem Raum. Dieser Mann steht jetzt vor unserer Tür und sagt uns, dass er mit uns reden will. Und er schwört uns, er ist kein Polizist. Ich vermute, dass er nett ist und dass er uns warnen will, dass jemand in unserem Haus ist. Und wir denken gerade, er ist böse. Versteht ihr, was ich meine? Also ich denke, wir können ihm eigentlich schon vielleicht vertrauen. Oder wir sterben jetzt. Ich glaube, der will uns helfen. Okay. Mal gucken, ob wir sterben. Oh Gott. Okay, er war doch nicht gut. Oh, scheiße. Ah, ich hätte die Tür einfach wieder schließen sollen. Scheiße. Hä? Aber wo war der Mann, der sich in dem Schrank versteckt hat? War das der Mann? Ist er einfach wieder rausgegangen? Ich verstehe es nicht. Ich wette, der will nur helfen. Ich habe mich auch erschrocken. Okay, Die Frage ist, können wir das jetzt von dort an nochmal anfangen oder müssen wir ganz von vorne spielen? Ich würde es nämlich von dort aus gerne weiterspielen und nochmal versuchen. Aber wenn wir jetzt das Ganze nochmal machen müssen, darauf hätte ich jetzt, glaube ich, keine Lust. Danke, dass du mir aufgemacht hast. Dafür mache ich dir wieder einen Kaffee. Dankeschön, Jochen, für die Donation. Komm mit, Joey. Ja, komm. Da ist ein Mann in meinem Schrank. Komm mit. Ich zeig dir den Mann. Hier, komm. Hier, folge mir. Ah, komm bitte rein. Oh, okay. Komm her, da drin. Wie, ich krieg einen Jumpscare. Da drin, Joey, da ist ein Mann in meinem Schrank.
Show me your coffee machine. Du bist jetzt auch in einem Schrank. Da ist ein Mann in meinem Schrank. Was machst du denn da mit ihm? Oh nein, Joey steckt im Schrank fest. Oh, doch nicht. Ah! Nein, Joey! Der verarscht mich doch. Ja. Danke. Du hilfst mir sehr, Joey. Ich bin froh, mit dir zusammenzuarbeiten. Ist super, danke. Danke für alles. Jetzt hast du zwei Männer in deinem Schrank. Okay, Moment. Wir nehmen kurz unser Skateboard und packen es hier hin, damit er ausrutscht. So. Falls es klappt. Oh, er hat ein Foto gemacht. Oh, nicht schon wieder. Kannst du jetzt aufs Handy gucken? Do nothing. Okay. Hello? Yes. Aber ich kann nichts machen mit den Nachrichten. I know you're in there. Hello. Warte, wir gucken uns kurz nochmal die Nachrichten an. Hello. Wir können nichts machen. Wir haben keine Verbindung. Mama, Hilfe. Da steht ein Mann vor meiner Tür. Wir wissen, er steht da nicht vor der Tür. Jetzt kannst du es ihm sagen, sicher? Ah, doch, please leave. Please go away, I'm going to call the cops. Pretty li- ah! Joey hat mich gerettet. Joey hat mich gerettet. Oh Gott. To this day, I find it really weird that the manager inferred not to get police involved. Okay, der wollte anscheinend nicht die Polizei mit einbinden. I believe that the town could have been home to a cult or a drug ring. Or possibly something even worse. Tommy arrived with the car. Okay, Tommy hat unser Auto geholt. I never went on long road trips again. Oh, Leute, ey. Ich habe gerade im Schrank noch kurz überlegt, ob es schlau wäre, rauszurennen, während er ins Badezimmer geht. Hätte ich das gemacht, wäre mir wahrscheinlich wieder gestorben. Ja, es spielt echt Spaß gemacht.